Dieser Film handelt von einem jugendlichen Intensivstraftäter, Ibrahim. Sein Spitzname Hadida. Das bedeutet hart wie Eisen. Jeder kannte mich in Neukölln als Hadida, der Abzieher. Täglich sucht er Beute. Täglich schlägt er zu. Ich wollte, dass das gerne so noch mehr kocht und wir alle noch mehr lauter und höher in die Luft springen mit mehr Geld und Kohle. Gerade mal 12 Jahre alt wird er zum Bandenboss. Seine Gang, die Neuköllner Killerboys. Immer wieder sucht ihn die Polizei und findet ihn meistens zu Hause bei seiner Familie. Meistens sind die wirklich mit einem Rambock reingestellt. Die haben immer sehr laut geklopft. Polizei. Mit 14 ist Hadida strafmündig. Es bleibt nicht mehr nur bei Verhören auf der Wache. Er geht in den Knast. 6,5 Jahre. Wegen schwerer Körperverletzung und 70 weiterer Delikte. Ibrahim Al-Khalil ist 24 Jahre alt und war bereits ein Drittel seines Lebens im Gefängnis. In der Jugendstrafanstalt Plötzensee hat er seine Jugend gemeinsam mit Totschlägern, Mördern und Vergewaltigern verbracht. Was macht das mit einem jungen Menschen? Und wie steht er zu seinen Taten, wenn er zurückschaut? Er ist seit 3 Jahren raus aus dem Knast. Er will nicht mehr Hadida, hart wie Eisen genannt werden, sondern bei seinem richtigen Namen, Ibrahim. Ein Schlussstrich. Irgendwann mal gehörtest du ja zu denen, die man die sogenannten jugendlichen Intensivtäter nannte. Hat mich auch nicht abgeschreckt, gar nichts. Im Gegenteil, es hat mir noch mehr Schub gegeben. Jetzt bin ich Intensivtäter. Also es war sozusagen eine Art nächster Schritt auf der Karriereleiter. Also, hey, die Leute kennen mich, die Behörden kümmern sich besonders um mich. Ja, also ungefähr. So muss man es ja sehen, oder? Um Hadida zu verstehen, muss man dorthin, wo er aufgewachsen ist. Nach Berlin-Neukölln. Vor 10 Jahren lange nicht so hip wie heute, sondern ein Brennpunkt. Mit Drogen, harter Kriminalität und Gangs wie Ibrahims Killerboys. Er zeigt mir den Kiez, den sie vor 10 Jahren beherrschten. Hier waren wir tagtäglich. Das war dann sozusagen unser Stützpunkt. Rumgestanden und gejackt, was geht. Und wir müssen genau, uns das wir haben vorstellen. Uns getroffen. Nachmittags, wir waren im Internetcafé, haben uns irgendwelche Videos angeschaut, haben uns unterhalten über Gott und die Welt. Und dann der eine und der andere kommt und dann wird gesagt, gut, was machen wir heute, wohin gehen wir? Ihr seid ja schon los. Ja, wir sind mit dem Ziel natürlich hingegangen, okay, wir machen Geld. Ja, wie muss man sich das, mach mal konkret, was habt ihr gemacht? Immer war es spontan, irgendjemand läuft, der hat zufälligerweise sein Handy in seiner Hand oder man sieht so von der Seite in Ordnung, er hat irgendwas Wertvolles an seinem Hals ja. Oder an eine teure Uhr und dann spricht man ihn an und man droht und... Direkt hier, am helllichten Tag? Am helllichten Tag. Oft setzen wir die so unter Druck, dass wir die in Hausfluren reinziehen oder so in Seitenstraßen. Also zu zweit, zu dritt? Genau. Nimmt man jemanden, schiebt ihn in den Hausflur und sagt, hier, her damit. Genau, so ungefähr, ja. Hadida ist nie allein unterwegs, zieht mit anderen Kids durch die Straßen. Immer auf der Suche nach Opfern. Die Neuköllner Streetworker Britta Feustel und Thomas Haller kennen das Viertel und die Jugendlichen in- und auswendig. Was treibt Jungs wie Ibrahim an? Es geht da, glaube ich, ganz viel immer auch darum, sich so vor der Gruppe zu bewähren. Als jemand, der sich was traut, ne? Auf den man sich auch, wenn irgendwas passiert, verlassen kann, der nicht nach Hause wegrennt oder so und sagt, das ist mir jetzt hier zu krass, was ihr hier abzieht, so, da habe ich keine Lust drauf. Sondern da geht es, glaube ich, auch immer ganz viel um Solidarität der Gruppe gegenüber und solche Sachen. Sie stehen für den anderen ein, so auch wenn man auf andere Truppen trifft. Es ist ja ein Schutz, wenn man dann noch ein paar Leute um sich herum hat. Und wenn man alleine unterwegs ist nach der Schule, dann ist man schon ganz schön ausgeliefert. Und von daher ist es fast schon in bestimmten Gegenden überlebenswichtig, die Gruppe zu haben. In Neukölln sieht Ibrahim sein Revier. Und schon früh strebt er nach Anerkennung und Macht. Er will wer sein im Kiez, will, dass die Leute von ihm sprechen. Dafür schlägt er schon mal zu, raubt und klaut. Wie viel habt ihr am Tag abgezogen teilweise? Je nach, manchmal 5, manchmal 3. Und manchmal haben wir es dazu gebracht, oder so weit gebracht, dass wir am Tag 5 oder 6, 7 Jugendliche abgezogen haben an verschiedenen Orten, weil wir dann gieriger geworden sind. Wir waren mittlerweile so bekannt, dass jeder wusste, diese kleinen Verbrecher,
die holen dauernd neue Ware, Technik, ob es Laptop ist oder Handy oder Schmuck. Ibrahim ist damals 10 Jahre alt, ein Kind. Ich war ja selbst 1,40 und also ich sah auch aus wie ein Milchbubi ohne Bart. Und ich meine, aber wenn da ein Jugendlicher ein Messer sieht, dann bekommt er erstmal. Aber ihr habt da euch sofort gezeigt. Hier, oft hatten wir Waffen. Spaß. Genau, gib mir deine Sachen oder ich stech dich ab oder ich bring dich um. In dieser Straße kannte ich keinen, der kein Messer oder Todesschläger besaß. Jeder hatte irgendetwas dabei. Und oft war es auch so, dass man das sich dann gegenseitig präsentiert hat. Guck mal, was für ein neues Messer ich habe. Also hier saß man drin und gesagt, guck mal hier, klar, ich habe ein großes Messer gekauft. Es ist Hadidas Weg zu Ruhm und Respekt. Er steigt auf in der Hierarchie des Viertels. Irgendwann hast du ja so weit dazugelernt, dass du deine eigene Gang zusammengestellt hast. Wir hatten Geld, wir hatten ein paar Mädchen im Club kennengelernt. Dann dachten wir, okay, wir haben jetzt alles erreicht. Und dann haben wir gesagt, okay, Jungs, da die Jungs von Richard, dann gibt's die Jungs von Spinne, dann gibt's die Jungs vom Herzberg, dann gibt's die, warum machen wir nichts Eigenes und so? Und irgendwann mal kamen wir dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir nennen uns einfach NKB. NKB? Wir sind die Neuköllner Killerboys. Okay. Und dann haben wir angefangen, uns T-Shirts und Pullovers aufzudrucken. Wir haben dann Spraydosen genommen, sind durch Berlin und haben es auf dem Boden, auf Wände. Ich wollte immer mehr Benzin reinkippen. Kommt, Jungs, lasst durch ganz Berlin. Überall müssen wir sprayen. Auf du überall. Warst schon der, der es auch angetrieben hat. Ich habe mich nie als Anführer oder als Boss so gefühlt. Aber so, dass ich immer einen mehr machen wollte, ja. Und dann war es schon am nächsten Tag bei polizei.de. Wir haben es ja alle verfolgt. Und wenn man da steht, fühlt man sich gut? Man fühlt sich sehr gut. Die Hightech-Siedlung, ein sozialer Brennpunkt am Ende der Sonnenallee, auch heute noch. Es ist Ibrahims Mikrokosmos. Er war noch nie raus aus Berlin. Hadidas, wieder nicht. Musik läuft. Hadidas, ich rap jetzt. Sie wollen uns fesseln und knebeln mit ihren Gesetzen und Regeln. Wir geben dick einen Fick darauf, denn so läuft es in unserer Gegenteil-Siedlung. Ja, ein Ghetto-Labyrinth. Die Amjas können nichts machen, schon als kleines Kind. Von der Gegend geprägt, habe mit Päckchen getickt. Graue Zone, Family, wir haben die Szene im Blick. Als Hilfsarbeiter oder von der Stütze leben oder doch Gangster werden. Wie groß ist der Sog der Kriminalität? Sind auch ein paar dabei, die einen ähnlichen Weg gemacht haben wie du? Fast die ganze Siedlung, ja. Diese Straße oder dieser ganze Bezirk war wie ein Löwengehege. Jeder war einfach nur auf Tour. Alle haben nur kriminelle Scheiße gemacht. Wir haben 60 Intensivtäter in dieser einen Siedlung und diese Siedlung ist nicht verdammt groß. Ibrahim wächst als ältester Sohn einer palästinensischen Familie auf. 11 Geschwister, wenig Platz, wenig Geld. Zu Hause sprechen alle Arabisch. Ich konnte auf der Schule kein Deutsch sprechen, weil die ganzen Nachbarn, die Umkreis von 2 Kilometern nur Araber waren. Bei uns in der Straße nur Arabisch. Ja. Und in der Schule sollte ich Deutsch sprechen. Okay, und du warst 6 Jahre alt und hast gemerkt, kannst du nicht. Habe ich gemerkt, in Ordnung, Deutsch fällt mir schwer. Und wenn ich 2-3 Mal was falsch gesagt habe, haben ein paar gelacht. Die Klasse, ich gehörte nicht zur Klasse. Ich war anwesend, aber ich gehörte nicht zu denen. Er ist ein Außenseiter, der schon in der Schule die Spielregeln bricht. Ich störe den Unterricht, fliege raus, begrapsche alle Taschen, Jacken draußen. Wenn Geld drin war, war Geld drin. Wenn nicht, dann war es halt so. Oder Süßigkeiten, egal was drin war. Und dann sehe ich vor jedem Klassenraum Kakao und Milch stehen, die Flaschen. Dann nehme ich 2, gehe auf Toilette, trinke die und gehe wieder zurück. So hatte ich. Das, so fing es an. Irgendwann beginnt auch die Gewalt. Auf dieser Linie gibt es ja mehrere Schulen. Nur wenn man hier aussteigt, ist klar, hier ist weit und breit im Umkreis von 2 Kilometern keine andere Schule außer diese eine Schule. Und auf dieser Buslinie wissen alle, wer hier aussteigt, ist Sonderschüler. Und dann sind die alle so am Kichern und am Lachen. Und das mit 12, 13, das hat meinen Kopf so kaputt gemacht.
ich habe das immer mitgemacht und bis ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr. Ich habe mich so eklig gefühlt und so, bis ich gesagt habe, ist mir egal, wenn das nächste Mal wieder passiert, dann hau ich rauf. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann gab es kein Kichern mehr und dann gab es kein Lachen mehr. Und dann habe ich mich gut gefühlt aber. Dann hat keiner mehr gelacht, dann wussten wir, da saß der kleine Araber, der letztens den Typen geschlagen hat, wir lachen diesmal lieber nicht. Er sagt, das Klima an der Sonderschule treibt die Abwärtsspirale nur noch schneller an. Da waren plötzlich Schüler, die genauso wie ich waren, dieselben Probleme hatten. Und diese ganzen Jugendlichen alle auf einen Fleck. Jungs, die zu viel Energie in sich haben, vielleicht kriminelle Energie. Es ist klar, dass es nach hinten losgeht. Wir sind nach der Schule Clown gewesen, manchmal vor der Schule, manchmal zwischendurch und nebenbei. Und wir haben auch unsere Lehrerin beklaut und so einen ganzen Scheiß. Wir haben halt Mist gebaut. Wir haben immer weitergemacht. Ibrahim schwänzt immer häufiger den Unterricht und zieht durch Neukölln. Er ist angefixt vom schnellen Geld. Klauen und gleich wieder verkaufen. Manchmal macht er 200 bis 300 Euro am Tag. Viel Geld für einen Elfjährigen. Wir wollten natürlich so sein wie die Großen. Und die Großen liefen hier rum mit? Die liefen rum, ja. Die hatten damals nur ein Zeichen, 44, man wusste, das sind Neuköllner, 36, die kommen aus Kreuzberg. Weißt du, wir wollten auch einfach nur dazugehören, wir wollten mitmischen, wir wollten auch am liebsten ganz oben mitmischen. Man weiß, das sind meine Vorbilder, das sind die Großen und die haben uns hier ausgenutzt und haben das mitgemacht und ab und zu haben die uns geholfen, damit wir sagen, hey, der hat uns geholfen. Also es gab schon Regeln, die ihr einhalten musstet. Also ihr durftet den Großen nicht ins Gehege kommen? Auf jeden Fall. Es war so. Also eine ganz frühe Auswahl auch von Nachwuchs. Ja, wir waren sozusagen so die nächste talentierte Generation, was kriminell angeht. Ne? Und immer kommen neue, noch jüngere hinzu. Auch sein kleiner Bruder wird straffällig. Jahre später, als Ibrahim bereits selbst im Knast sitzt. Er war im Knast, ich war im Knast. Heutzutage war fast jeder Zweite im Knast. Es ist kein Weltuntergang. Nur wichtig ist, dass wenn man rauskommt, sagt, okay, ich war und ich mache jetzt das Beste daraus. Ich habe die falschen Freunde kennengelernt und bin durch die Stadt losgezogen und bin reingekommen. Liegt nicht an meinem Bruder. Ich habe nicht mit meinem Bruders Jungs gechillt. Und das war von mir selber alleine. Ja, aber ich denke dann immer so, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre, wenn ich von Anfang an einen ganz anderen Weg gegangen wäre, dann wären vielleicht meine anderen Brüder auch diesen gleichen, einen anderen Weg gegangen. Mein Bruder hat vor kurzem irgendwie so einen kleinen Mist gemacht, was gar nicht nötig war. Und ich habe auf ihn eingeredet und ich habe ihm gesagt, hör zu, wenn du dein Leben nicht in die Reihe kriegst, dann tut mir leid. Wenn ich mich mit meinem Bruder streite und 2, 3 Minuten später irgendein Polizeiwagen so vorbeifährt, dann habe ich direkt diese scheiß Gedanke, dann muss ich ihn anrufen. Genau das hasse ich. Genau dieses Gefühl will ich gar nicht mehr haben. Ja, ich will nicht mehr denken, scheiße, ich muss anrufen. Genauso ging es meiner Mutter damals mit mir. 1992 flieht die Familie vor dem Krieg im Libanon nach Deutschland. Die Eltern wollen ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten und ein Leben ohne Gewalt. Der Libanon war seit 1975 Schauplatz eines Bürgerkriegs. Über 15 Jahre bekämpfen sich verschiedene ethnische Gruppierungen und Konfessionen. Zigtausend Menschen sterben. Die Hauptstadt Beirut ist bei Kriegsende nahezu zerbombt. Die Infrastruktur zerstört. Und über 800.000 Menschen fliehen vor Kugeln, Bomben, Folter und Armut. Auch für Ibrahims Eltern ist Flucht der einzige Ausweg. Er ist gerade mal ein knappes Jahr alt, als seine Mutter mit ihm flieht. Kurze Zeit später flieht auch der Vater von Beirut nach Kuba, von dort über Umwege in die Niederlande.
Nach anderthalb Jahren Flucht kommt auch er in Berlin an. Die Familie ist wieder vereint. Heute wohnt die Familie in Neukölln. Das ist Ibrahims Schwester Ulla. Sie ist 4 Jahre älter als er. Mein Vater hat sehr vieles erzählt. Der hat immer wieder erzählt, wie er gefoltert wurde im Libanon. Er weiß, was Krieg ist. Er weiß, was Gewalt ist. Er weiß das alles. Und das möchte er uns hier ersparen. Deswegen sind wir hier. Das hat er ihnen immer wieder erklärt. Lass es sein. Hat ja, er auch immer mehrmals Ibrahim. Umso mehr, glaube ich, hat es ihn aufgeregt, dass ich in so einer Gang war. Weil ich erinnere mich an einen Tag, da hatte ich so eine Gaspistole bei mir, es war Silvester. Da war ich mit meinen Jungs unterwegs und da war so ein Streifenwagen. Und ich habe da einfach so aus, ich habe die gegen die Scheibe hinten so rangehalten und da war ein Polizist. Und dann hat er mich so angeguckt und ich habe angefangen zu flattern. Ich habe die Waffe sofort so runtergenommen. Und dann gab es Festnahme und haben die meinen Vater angerufen. Und dann auf dem Nachhauseweg hat er angefangen zu weinen, hat ihm gesagt, da war es auch das erste Mal, dass er mit mir so offen gesprochen hat über die Flucht. Er sagt, ich habe so viele Waffen in meiner Hand halten müssen und du willst das hier weiterführen? Ja? Und er war so wütend auf mich, so unfassbar wütend, ja? Und ich habe in seinen Augen gesehen, der hat den Teufel vor sich gesehen. Das erste Mal habe ich meinen Vater so aggressiv gesehen, ja? Ich habe trotzdem weitergemacht, ja. Doch sein Vater glaubt an Ibrahim. Er gibt ihn nicht auf, macht immer neue Angebote. Mein Vater ist auch zum Fußballverein gegangen und hat ihn angemeldet und hat gesagt, bitte, lass den mal hier einfach ausprobieren, spielen, damit es nicht mehr weiter zu Problemen kommt. Ich war auch talentierter Fußballspieler, aber da gab es halt Jungs und die haben mir gefallen und die haben mir auch zu diesem Zeitpunkt gut getan und ich wollte auch gern mit denen sein und Straftaten begehen. Ich habe mich bei denen wohl gefühlt und nicht verarscht gefühlt, im Nachhinein erst. Aber in dem Augenblick habe ich halt Fußball reduziert und mehr mit Freunden und das war mein Fehler. Ibrahims Brutalität bringt ihm den Spitznamen Hadida ein. Hart wie Eisen heißt das. Er sieht sich als der King des Viertels, wird Bandenboss und giert nach mehr. Dabei ist er immer noch ein Kind. Ibrahim ist erst 12 Jahre alt. Irgendwann mal in meinem Leben gab es diese Hemmschwelle gar nicht mehr, ne? Irgendwann mal wollte ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das Geld war ja schnell weg. Das war schnell weg. 2 Tage, 3 Tage. Dann musst du mal wieder Tankstelle. Neue. Tankstelle, Spätkauf. Ja, aber mit Pistole auch da. Ja. Also mit gefakten Pistolen. Genau. Das war für mich normal. Und ich würde das auch gegenüber von einem Polizeirevier machen. Weil es für mich irgendwann mal normal geworden ist. Ich habe damit, jeder kannte mich in Neukölln als Hadida, der Abzieher oder so, weißt du. Also du hattest einen Ruf, die aufgebaut. Ja. Hadida berauscht sich an der Macht, die er über andere gewinnt. Keines seiner Opfer will vor der Kamera darüber sprechen. In unserem Gespräch zeigt Ibrahim nur selten aufrichtiges Mitgefühl oder lässt diese Gedanken gar nicht erst zu. Ich habe die Opfer dann erniedrigt. Irgendwann kam das mit diesem mächtigen Gefühl. Er hat mir schon seine Sachen gegeben, aber ich wollte noch mehr. Ich habe ihn sowas wie, keine Ahnung, im Busch springen lassen oder am Teich oder Liegestütze machen lassen. Einfach, ich weiß nicht warum, ich habe es einfach machen lassen. Und ich habe mich darüber lustig gemacht. Ich habe die Opfer nicht gut behandelt. Ich habe mit denen so Psychosachen gemacht. Ich habe die gedroht, deren Wohnung anzufackeln und so. Also es hat sich immer weiter gesteigert. Immer weiter, ja. Oh. Hadida lebt seinen ganz eigenen Gangsterfilm. Seine Geschichten sind erschreckend. Er pusht seine Gang zu immer krasseren Taten. Ich habe viel
manipuliert und viel Kopfwäsche gemacht mit Jugendlichen, unseren Jungs und so. Ich glaube, dadurch... Wie lief das? Wie lief so eine Kopfwäsche ab? Ich war derjenige, der es so immer so schön geredet hat. Uns kann gar nichts passieren. Fragt den und den. Und diejenigen, die er fragen sollte, waren natürlich Hochkriminelle. Von denen habe ich es ja auch so gelernt. Das mach alles, was du kannst und willst, solange du noch nicht 14 bist. Weil dann kann dir nichts passieren. Es gibt natürlich ganz oft dieses Prinzip, dass es jemanden gibt, der sagt, da lang geht's und alle marschieren mit. Also indem man natürlich vielleicht der coolste ist von allen, die besonders dollen Straftaten schon begangen hat, aber auch weil man einfach rhetorisch bewandert ist, weil man vielleicht respektloser ist oder weil man halt die Kombi von sozialem Verhalten und Respektlosigkeit gut auch mischen kann. Da gibt es ganz verschiedene Merkmale, warum jemand im Ansehen bei den anderen dann steigt. Als Gefängnisarzt kenne ich viele Geschichten, die seiner ähneln. Doch Ibrahim ist weitergegangen als andere, die ich kenne. Bis zum Exzess. Schon mit 13 ist er nicht mehr zu stoppen. Wie oft warst du zwischen 12 und 14? Wie oft warst du da bei der Polizei? Ich weiß nicht, jeden zweiten Tag, glaube ich. Ich habe am Tag manchmal 5 Straftaten begangen oder 6. Und die Polizei kam nicht hinterher. Mein Sachbearbeiter kam jeden Tag mich abholen. Der hat dir ja gesagt, Ebo, wenn du so weitermachst, landest du im Knast. Ebo, bei 14, war für mich unvorstellbar. Bei 14 ist Schluss. Es war für mich unvorstellbar. Also für dich war es alles ein großer Spaß noch irgendwie. Ich habe es alles nicht so ernst genommen, wie es wirklich war. Ibrahims Bruder Mohammed kann sich noch gut an die Dauerbesuche der Polizei erinnern. Ein Haftbefehl folgt dem nächsten. Doch die Polizei muss ihn immer wieder laufen lassen. Denn mit 13 ist er noch nicht strafmündig. Meistens sind die wirklich mit einem Rambock reingestellt. Ich habe das aber öfters mitbekommen. Weil die haben immer sehr laut geklopft. Polizei. Die waren da, ja, ihr Sohn Ibrahim hat eine Straftat begangen oder ihr Sohn Ibrahim hat einen Haftbefehl offen. Gab es irgendwo in dieser Zeit so ein Ziel? Du konntest dir vorstellen, wie dein Leben dann später weitergehen, wie das weiterlaufen wird? Nein. Ich hatte kein Ziel. Du hast dich einfach treiben lassen. Genau. Ich hatte keine Perspektive. Ich hatte auch keinen Wunsch. Ich wollte das weiter so einfach haben, wie es ist gerade. Mit dem 14. Lebensjahr ändert sich für Ibrahim alles. Er ist jetzt strafmündig. Und die nächste Verhaftung lässt nicht lange auf sich warten. Es ist im Sommer 2006, als Ibrahim alias Hadida zum ersten Mal die Kontrolle über sich und seine Aggressionen verliert. Zusammen mit einem Kumpel beraubt er einen Jungen. Dieser alarmiert sofort seinen Vater. Die Situation eskaliert. Ich habe diesen Typen wiedererkannt. Nur der Vater ist ausgestiegen, direkt zu uns. Hat meinen Freund gepackt am Hals und dann ging alles schnell. Ich habe schnell meinen Teleskopschlagstock gezogen, hatte ich hier drinne. Und dann der erste Schlag direkt und er ist dann umgekippt. Und dann habe ich ihn noch ein, zweimal geschlagen. Und dann kam auch der Dönerbesitzer raus, ja, mit Messer und jeder wollte sich einmischen. Und dann bin ich schnell abgehauen. Nach der brutalen Tat irrt Hadida 4 Stunden durch die Stadt, verabredet sich sogar mit seiner Schwester zum Essen. Doch dann treibt es ihn, warum auch immer, zurück zum Tatort. Ein Einsatzkommando der Polizei erwartet ihn bereits. Also hier in diesem Laden haben die dich verhaftet? Ja. Und dann kamen die reingestürmt. Der Ladenbesitzer war schon sofort am Boden. Eine Sekunde später lag ich auch am Boden. Gefesselt mit Kabelbinder statt Handschellen. Und ich glaube, 2, 3, 5 Sekunden später kam dann dieser Jugendliche. Und dann hat er direkt auf mich gezeigt. Dann wurden alle wieder freigelassen. Nur ich wurde dann direkt rausgezogen. T4-Bus ab nach Tempelhof. Warst du überrascht, dass man dich verhaftet? Ich war nicht überrascht, nee. Aber ich bin
zu 100% davon ausgegangen, ich komme 10 Stunden oder 8 Stunden später wieder raus. Das heißt, du hast für dich gar nicht realisiert, dass du zwischenzeitlich 14 Jahre alt gewesen bist? Und doch, aber ich habe nie nicht gedacht, dass ich dass heute mein letzter Tag wäre hier draußen. Okay. Ich bin 100% davon ausgegangen, jetzt wieder der gleiche Prozess wie immer, bla bla bla, Aussage hinher, okay, ciao. Bei mir war es halt so, dass der Staatsanwalt hat gesagt, stopp. Ich wusste, dass er was Falsches macht, aber ich wusste nicht, dass es so krass ist, dass es so schlimm ist, in dem Maß jetzt, wusste ich nicht. Ich habe es, da war ich an der Fachhochschule und auf dem Weg dahin mit der S-Bahn, mit der Ring, sitze ich da, es war 6.30 Uhr, sitzt eine ältere Dame mit ihrer BZ. Und schaue ich mir die Schlagzeile an, 14-jähriger Intensivtäter. Hey, das ist das Foto, was in unserem Wohnzimmer steht. Ich sag nee. Ich schaue mir das noch mal an. Ich habe es sogar von der älteren Dame kurz mal genommen. Ich habe gesagt, sorry, aber ich muss mal. Die Presse schützt seinen Namen und nennt Ibrahim Ali. Der verletzte Familienvater überlebt nur knapp, dank einer Notoperation. Schlagzeile, der Intensivtäter, Straffälle, Delikte etc. Ich war so erschrocken, dass ich erstmal in dem Moment erstmal weinen muss. Es war wie so ein Ohnmacht. Der Tag der Urteilsverkündung. Vor dem Gerichtssaal stürzt sich die Presse auf den 14-jährigen Ibrahim. Er wird wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat 9,5 Jahre gefordert. Er hat mir meine Luft weggenommen. Ja, er hat mir 9,5 Jahre, ich war erstmal baff. Und ich in meine Zelle, ich gesagt zum Beamten, holt mir meinen Anwalt sofort her, ich muss sofort reden. Ich sag, was will er, 9,5 Jahre? Du hast jemanden ziemlich brutal verprügelt. Ja. Der auch genauso gut hätte draufgehen können. Ja. Als dann das Urteil fiel, 6 Jahre, 9 Monate, warst du im Endeffekt glücklich? Nicht glücklich, weil ich 6,9 bekommen habe. Nein, um Gottes Willen, ich war schockiert, dass ich 6,9 bekommen habe. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, bis ich in meinem Haftraum war und angefangen habe zu überlegen. 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann hat es bei mir Klick gemacht. Was für Ibrahim lange unvorstellbar war, wird zur Gewissheit. Er muss für 6,5 Jahre hinter Gitter. Mein Eindruck ist, Ibrahim denkt vor allem an sein eigenes Schicksal. Ich treffe mich mit ihm vor der Jugendstrafanstalt Plötzensee. Er war 14, als er reinkam, und 21, als er entlassen wurde. Neben Mördern und Totschlägern wird Ibrahim erwachsen. Wie hat er die Zeit im Knast erlebt? Und was waren das für Leute, mit denen du am Anfang zusammen untergebracht warst? Es waren Kapitalverbrecher. Die meisten waren Mörder oder Totschläger auf meiner Wohngruppe. Und die waren überwiegend älter alle. Und 5 Jahre, 6, 7, 8 Jahre manche sogar. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, okay, das ist hier ein anderes Kaliber. Hast du deine Strafe damals als gerecht empfunden? Wenn ich heute, weil es jetzt gerade vergangen ist, würde ich sagen, ja. In dem Moment damals? In dem Moment war es zu viel für mich. Was heißt das für dich, wenn du sagst, ich bin ganz froh, dass ich im Knast gelandet bin? Weg vom Fenster. Weg vom Fenster. Ich musste weg vom Fenster, weil ich wusste, wie ich drauf war. Und ich wusste, dass es immer intensiver wird. Und ich wusste, dass auch irgendwann mal ein Knall geben muss. Entweder ich würde was abkriegen oder andersrum. Und deswegen bin ich froh darüber, dass die mich festgenommen haben und mich inhaftiert haben. Ibrahims Urteil. Bis dato Rekord für einen jugendlichen Straftäter. Die Richter setzen ein Zeichen, wollen abschrecken. Und die Medien stürzen sich auf den Anführer der Neuköllner Gang. Ich
Du hattest Presse. Genau. Aber nach der Devise, egal was für eine Presse. Hauptsache Presse. Hauptsache Presse. Genau. Und hat das den Respekt vor dir größer werden lassen bei deinen Jungs? Ich war ja in Haft und habe das verfolgt, was hier draußen abgeht. Auch die Jungs haben das gefeiert und die waren so froh, ey, unsere Gang ist in der Zeitung, in den Medien und einer von unseren Jungs. Im Nachhinein natürlich, so Jahre später, in der Haft schämt man sich dafür, dass man so in der Presse gelandet ist, statt anders. Natürlich hat man sich gewünscht, positiv in der Presse zu stehen und nicht negativ. Nee, aber damals war es dir egal. Damals war es mir egal. Ibrahim redet nicht gerne über seine Zeit hinter Gittern. Eines sagt er aber doch. Zum ersten Mal kommt er dort zum Nachdenken über sich und seine Taten. Und er stößt auf einen Text, in dem er seine Gefühle und Gedanken über die Haftzeit wiederfindet. Es gibt viele Lügen im Gefängnis. Doch wiegen sie weniger schwer als anderswo. Denn sie sind lebensnotwendig. Man lügt, um ein wenig weiter existieren zu können. Und man belügt sich, um sich weiterhin ertragen zu können. Die ganz realen Verbrechen verbinden sich wieder mit den Albträumen. Und dann gewinnt alles den Anschein einer erfundenen Geschichte. Zu diesem Preis kann man überleben. Um das Gefängnis ertragen zu können, muss man ein anderer werden. Das Image, das Ibrahim sich auf der Straße erkämpft hat, muss er im Gefängnis hinterfragen und sich Perspektiven für die Zeit danach suchen. Die findet er eher zufällig in einem Theaterworkshop, der im Gefängnis angeboten wird. Zuerst ist er skeptisch, nimmt die Gruppe nicht ernst. Doch dann entdeckt er im Schauspielen seine Freude und sein Talent. Man lügt, um ein wenig weiter existieren zu können. Existieren zu können? Ja, weiter existieren zu können. Und man belügt sich, um sich weiterhin ertragen zu können. Ja, damit man sich weiter ertragen kann. Die ganz realen Verbrechen verbinden sich wieder mit den Albträumen. Welche Albträume? Es gibt genug Albträume. Und dann gewinnt alles den Anschein einer erfundenen Geschichte. Welche Geschichte? Irgendeine erfundene Geschichte. Zu diesem Preis kann man überleben. Das ist die argentinische Theaterregisseurin Mirella Galbiati. Sie lernt Ibrahim bei einem Theaterprojekt im Gefängnis kennen. Er ist ein guter Schauspieler, weil er will arbeiten. Es ist nicht nur, dass er kann auf die Bühne gehen und sagt einfach einen Text. Er übt den Text und arbeitet wie jeder Schauspieler in der Welt. Und ich glaube, dass Khadija das will. Er will Schauspieler werden. Und mit Arbeit plus dem Wunsch, das ist perfekt. Ja, ich will weiter damit mit Theater. Ich will weiter. Ich will irgendwo einfach. Ich will kein Ende haben mit Theater. Ich will gerne einfach um die Welt reisen mit Theater. Genau. Durch Theater hat sich mein komplettes Leben verändert. Okay. Machen wir das Gleiche, aber zweimal, eigentlich hintereinander. Früher hat dein Blut gekocht. Du warst irgendwie immer in Action und wolltest dauernd was erleben, also großen Lebenshunger, aber auch teilweise ja auch viel Wut. Wie gehst du heute damit um? Auf der Bühne kann ich weinen, auch in echt. Ich kann mal einfach so zusammenbrechen und anfangen zu weinen für 2 Stunden und dann geht es mir wieder besser. Ich kann einfach mal die Sau rauslassen, richtig Frust rauslassen, richtig schreien oder einen Stuhl kaputt machen und dann geht es mir wieder besser. Früher lebte Ibrahim in den Tag hinein. Nun sucht er Struktur in seinem Leben. Er hofft, dass sie ihn vor Rückfällen bewahrt. Ich sage das immer zu meinen Brüdern, wichtig ist, dass die erstmal eine Beschäftigung haben. Ob die da viel verdienen oder nicht, ist eigentlich später wichtig. Erstmal wichtig ist, dass du eine Beschäftigung hast. Und die sollte dir Spaß machen, sonst hat es ja keinen Sinn. Du brauchst so einen Tagesablauf. Ohne so einen normalen Tagesablauf, so 10 Uhr aufstehen oder 8 Uhr und dir einen Kaffee machen, Zähne putzen, reinzuhauen, ab zur Arbeit oder zur Bühne. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass
irgendwann man sich dann auch so mehr ergibt. Reingehämmert. Keine Chance. Irgendwann ist es nur Beschäftigung, dann später vielleicht ist es ein Beruf. Jawohl. Sauber, Junge. Seitenwechsel. Ich freue mich für ihn. Und ich sehe das auch, das, was er macht. Und ich sehe das selber. Viele Leute wollen nicht ihm die zweite Chance geben. Aber ich glaube an meinen Bruder, er wird es auch packen. Es ist für mich wie eine Belohnung für ihn, das, was er jetzt macht. Jana Christlik-Einberger und Uli Jentsch leiten ein Jugendzentrum in Neukölln. Ibrahim arbeitet hier ehrenamtlich. Er sucht auf der einen Seite die Öffentlichkeit, er sucht die Auseinandersetzung über Theater mit sich selbst. Aber er verlässt das Milieu nicht, sondern er will sich durchsetzen. Und das ist eine große Herausforderung für so einen Jungen. Er wird so oft noch mit seinem alten Ego quasi konfrontiert. Und ich habe auch gemerkt, dass ihn das wütend macht, wenn er ständig so gesehen wird und man ihn eigentlich gar nicht ernst nimmt in dem, was er jetzt macht. Ibrahim gibt Improvisationskurse. Darin zeigt er dem Nachwuchs aus seinem Viertel, wie es gelingt, sich auszudrücken, ohne gleich zuzuschlagen. Okay, und du sitzt jetzt im Bus, ja? Im 41er, ja? Ja, und was soll ich jetzt machen? Okay, du musst es hier drin, du musst hier den Hass haben, hier, nicht in dein Gesicht. Verstehst du? Bilal, hör auf mit dem Faxen, du kannst gleich Cola trinken. Ich kann das nicht so machen, Junge. Okay. Jetzt bin ich auf dem Weg zur Schule, ja? Wenn er eine Ansage macht oder er von gewissen in irgendwelchen Zusammenhängen kann er genug Geschichten erzählen, dann hören die natürlich zu. Die Ohren werden immer größer, ne? Von den Jungs. Und insofern hat er da schon einen gewissen Einfluss und kann da Dinge bewegen. Das will er auch. Ibrahim kennt die Hemmschwellen und Ängste der Kids, die so aufwachsen wie er. Er möchte jetzt Vorbild sein. Machen wir auf der Bühne. Viele Migranten wie ich damals, ja, die schämen sich anfangs dafür und sagen so, das ist nicht mein Ding und so. Aber ich würde jeden einfach nur vorschlagen oder ratschlagen, einfach das mal auszuprobieren. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass von 10 bestimmt 2 sagen, dass ich komme zum nächsten Mal wieder vorbei. Ne? Hat dich Gefängnis abgeschreckt? Ja, diese Erfahrung habe ich gemacht und da will ich auch nie wieder hin. Deswegen habe ich mir auch hier meine Buchnummer gestochen. Also sozusagen deine persönliche Buchnummer, die dich während der ganzen Haft begleitet hat. Genau, ich bin der 458. im Jahre 2006 gewesen. Ich kann mich damit gut identifizieren mit dieser Nummer, weil es ein Teil meines Lebens gewesen. 7 Jahre, 6 Jahre, 9 Monate am Stück, meine ganze Jugend. Was sehr traurig ist, ich bereue, weil es war vergoldete Zeit. Ich musste einiges nachholen, während die Jungs erwachsen geworden sind. Ich bin auf eine andere Art und Weise erwachsen geworden. Leider im Gefängnis. Die Regisseurin Mirella glaubt an Ibrahim und sein Talent. Mit alles den Anschein einer erfundenen Geschichte. Zu diesem Preis kann man überleben. Um das Gefängnis ertragen zu können, muss man ein anderer werden. Khadija versucht anders in seinem Leben zu sein. Diese Regel, dass wir haben, von der Gesellschaft, von Familie raus zu gehen und finden unseren Platz in der Welt. Versuchen. Vielleicht finden wir nicht, aber versuchen. Ibrahim sucht seinen Platz in einem neuen Leben. Doch den zu finden ist schwer, besonders für ihn. Was willst du, dass die Zuschauer verstehen? Ausländerrechtlich besitzt Ibrahim den Status der Duldung. Für den wegen erheblicher Straftaten verurteilten Ausländer bleibt sein Aufenthaltsstatus selbst nach 23 Jahren in Deutschland weiter ungewiss. Was sind das für Einschränkungen? Was muss man sich vorstellen? Was kannst du alles nicht? Du kannst damit gar nichts machen. Du darfst nicht aus Berlin raus. Du darfst nicht arbeiten. Du darfst nicht studieren. Okay, ich habe Fehler begangen.
Aber man soll das sehen, ich wurde dafür verurteilt und ich saß auch meine Haftzeit dafür. Ne? Ich habe jeden verfluchten Tag gesessen im Knast. Aber ich bin jetzt in noch einem größeren Gefängnis. Also wenn du dir vorstellst, du spielst Theater, spielst Tourneetheater und die sagen, wir gehen nach München, wir gehen nach Würzburg, wir gehen nach Stuttgart, dann hättest du ein Problem. Dann hätte ich ein Problem. Dann müsste wieder das Theater und deren ganzen Produktion und deren Anwälte und das... Also wenn sich jemand für dich bürgt sozusagen, dann darfst du. Ja. Doch wer bürgt schon für einen Straftäter, der wegen Gewaltdelikten seine Jugend im Gefängnis verbracht hat? Er sagt, dass er manchmal davon träumt, sein altes Leben einfach hinter sich zu lassen. Irgendwo neu anfangen, wo ihn niemand kennt. Es ist ja so, wie als würde man ein neues Kapitel aufschlagen, ein neues Leben, eine neue Story, eine neue Geschichte. Ich kann einfach bei null anfangen. Neue Nachbarn, neue Leute, Happy End. Ibrahim hat keinen Plan B, setzt alles auf eine Karte, die Schauspielerei. Doch die Gefahr, wieder abzurutschen, wie hoch ist die? Er sucht zwar neue Freunde, lebt aber immer noch im gleichen Milieu, läuft ständig alten Kumpels über den Weg. Immer wieder verspotten sie ihn wegen der Theatergeschichte. Ausgerechnet sein engster Familien- und Freundeskreis. Das trifft ihn hart. Ich möchte gerade das machen, was ich will. Und dann kommen diese ganzen Clan und sagen, hey, was machst du da, du Hampelmann oder du Clown? Das ist meine eigene Sippschaft, ja? Die mir jeden Tag ins Gesicht lachen und sagen, das, was du machst, finde ich toll und so. Und kaum drehe ich mich um, heißt es so, guck dir mal diesen Spasten an oder diesen Typen, was der da macht, der labert irgendwas, Theater oder so. Ja? Die gönnen mir einfach nur im Bau zu sitzen, Scheiße zu bauen und dann haben die Gesprächsstoff ohne Ende. Jetzt haben die leider Gottes nur ein Gesprächsstoff, Scheiße, Hadida ist wieder zurück, der macht keine Scheiße mehr, der spielt jetzt Theater. Und das heißt es, diese Leute, die gar nicht so sehen, hey, gib ihm mal eine zweite Chance. Gott verfluchte Scheiße, du Bastard, ich saß 7 Jahre mit 14, ja? Gib mir mal doch jetzt die Möglichkeit. Ibrahim denkt nicht gerne an die Zeit als Neuköllner Killerboy zurück. Und doch geht er vor die Kamera. Was genau dahinter steckt, ist schwer zu sagen. Seine Art, sich selbst als mahnendes Beispiel zu begreifen? Oder der Wunsch nach einer zweiten Chance? Ibrahim war der Kopf einer der gefährlichsten Jugendbanden Neuköllns. Heute sucht er über das Theater und den Film seinen Weg raus aus der Kriminalität. Doch noch steht er ganz am Anfang seiner Karriere. Was ist, wenn er scheitert? Wenn er kein Engagement als Schauspieler bekommt? Wie groß wird dann die Versuchung, neue Straftaten zu begehen? Ich glaube, ich bin vernünftig genug. Ich weiß jetzt, das ist richtig, das ist falsch. Und auch wenn ich mit einem schlechten Fuß aufstehe, kann ich mich zusammenreißen und ich kann mich beherrschen. Ich kann mich kontrollieren und es ist alles wieder gut. Eine Scheiße gemacht. Wir haben 60 Intensivtäter in dieser einen Siedlung und diese Siedlung ist nicht verdammt groß. Ibrahim wächst als ältester Sohn einer palästinensischen Familie auf. 11 Geschwister, wenig Platz, wenig Geld. Zu Hause sprechen alle Arabisch. Ich konnte auf der Schule kein Deutsch sprechen, weil die ganzen Nachbarn, die Umkreis von 2 Kilometern nur Araber waren. Bei uns in der Straße nur Arabisch. Ja. Und in der Schule sollte ich Deutsch sprechen. Okay, und du warst 6 Jahre alt und hast gemerkt, kannst du nicht. Habe ich gemerkt, in Ordnung, Deutsch fällt mir schwer. Und wenn ich 2-3 Mal was falsch gesagt habe, haben ein paar gelacht. Die Klasse, ich gehörte nicht zur Klasse. Ich war anwesend, aber ich gehörte nicht zu denen. Er ist ein Außenseiter, der schon in der Schule die Spielregeln bricht.
Ich störe den Unterricht, fliege raus, begrapsche alle Taschen, Jacken draußen. Wenn Geld drin war, war Geld drin. Wenn nicht, dann war es halt so. Oder Süßigkeiten, egal was drin war. Und dann sehe ich vor jedem Klassenraum Kakao und Milch stehen, die Flaschen. Dann nehme ich zwei, gehe auf Toilette, trinke die und gehe wieder zurück. So hat sich das, so fing es an. Irgendwann beginnt auch die Gewalt. Auf dieser Linie gibt es ja mehrere Schulen. Nur wenn man hier aussteigt, ist klar, hier ist weit und breit im Umkreis von 2 Kilometern keine andere Schule außer diese eine Schule. Und auf dieser Buslinie wissen alle, wer hier aussteigt, ist Sonderschüler. Und dann sind die alle so am Kichern und am Lachen. Und das mit 12, 13, das hat meinen Kopf so kaputt gemacht. Ich habe das immer mitgemacht, und bis ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr. Ich habe mich so eklig gefühlt und so, bis ich gesagt habe, ist mir egal, wenn das nächste Mal wieder passiert, dann hau ich rauf. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann gab es kein Kichern mehr und dann gab es kein Lachen mehr. Und dann habe ich mich gut gefühlt aber. Dann hat keiner mehr gelacht, dann wussten wir, da saß der kleine Araber, der letztens den Typen geschlagen hat, wir lachen diesmal lieber nicht. Er sagt, das Klima an der Sonderschule treibt die Abwärtsspirale nur noch schneller an. Da waren plötzlich Schüler, die genauso wie ich waren, dieselben Probleme hatten. Und diese ganzen Jugendlichen alle auf einen Fleck. Jungs, die zu viel Energie in sich haben, vielleicht kriminelle Energie. Es ist klar, dass es nach hinten losgeht. Wir sind nach der Schule Clown gewesen, manchmal vor der Schule, manchmal zwischendurch und nebenbei. Und wir haben auch unsere Lehrerin beklaut und so einen ganzen Scheiß. Wir haben halt Mist gebaut. Wir haben immer weitergemacht. Ibrahim schwänzt immer häufiger den Unterricht und zieht durch Neukölln. Er ist angefixt vom schnellen Geld. Klauen und gleich wieder verkaufen. Manchmal macht er 200 bis 300 Euro am Tag. Viel Geld für einen 11-Jährigen. Wir wollten natürlich so sein wie die Großen. Und die Großen liefen hier rum mit? Die liefen rum, ja. Die hatten damals nur ein Zeichen, 44. Man wusste, das sind Neuköllner, 36, die kommen aus Kreuzberg. Weißt du, wir wollten auch einfach nur dazugehören. Wir wollten mitmischen. Wir wollten auch am liebsten ganz oben mitmischen. Man weiß, das sind meine Vorbilder, das sind die Großen, und die haben uns hier ausgenutzt und haben das mitgemacht. Zu krass, was ihr hier abzieht, so, da habe ich keine Lust drauf, sondern da geht es, glaube ich, auch immer ganz viel um Solidarität der Gruppe gegenüber und solche Sachen. Sie stehen für den anderen ein, so auch wenn man auf andere Truppen trifft. Es ist ja ein Schutz, wenn man dann noch ein paar Leute um sich herum hat. Und wenn man alleine unterwegs ist nach der Schule, dann ist man schon ganz schön ausgeliefert. Und von daher ist es fast schon in bestimmten Gegenden überlebenswichtig, die Gruppe zu haben. In Neukölln sieht Ibrahim sein Revier. Und schon früh strebt er nach Anerkennung und Macht. Er will wer sein im Kiez, will, dass die Leute von ihm sprechen. Dafür schlägt er schon mal zu, raubt und klaut. Wie viel habt ihr am Tag abgezogen teilweise? Je nach, manchmal 5, manchmal 3. Und manchmal haben wir es dazu gebracht, oder so weit gebracht, dass wir am Tag 5 oder 6, 7 Jugendliche abgezogen haben an verschiedenen Orten. Weil wir dann gieriger geworden sind. Wir waren mittlerweile so bekannt, dass jeder wusste, diese kleinen Verbrecher, die holen dauernd neue Ware, Technik, ob es Laptop ist oder Handy oder Schmuck. Ibrahim ist damals 10 Jahre alt, ein Kind. Ich war ja selbst 1,40 und also ich sah auch aus wie ein Milchbubi ohne Bart. Und ich meine, aber wenn da ein Jugendlicher ein Messer sieht, dann bekommt er erstmal. Aber ihr habt gleich sofort. Ja. Ja. Gezeigt hier. Oft hatten also, wir Waffen. Spaß. Genau, gib mir deine Sachen oder ich stech dich ab oder ich bring dich um. In dieser Straße kannte ich keinen, der kein Messer oder Todesschläger besaß. Jeder hatte irgendetwas dabei. Und oft war es auch so, dass man das sich dann gegenseitig präsentiert hat. Guck mal, was für ein neues Messer. Also hier saß man drin und gesagt, guck mal hier, klar, ich habe ein großes Messer gekauft. Es ist Hadidas Weg zu Ruhm und Respekt. Er steigt auf in der Hierarchie des Viertels. Irgendwann hast du ja so weit dazugelernt, dass du deine eigene Gang
zusammengestellt hast. Wir hatten Geld, wir hatten ein paar Mädchen im Club kennengelernt. Und dann dachten wir, okay, wir haben jetzt alles erreicht. Und dann haben wir gesagt, okay, Jungs, da die Jungs von Richard, dann gibt's die Jungs von Spinne, dann gibt's die Jungs vom Herzberg, dann gibt's die, warum machen wir nichts Eigenes und so? Und irgendwann mal kamen wir dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir nennen uns einfach NKB. NKB? Wir sind die Neuköllner Killerboys. Okay. Und dann haben wir angefangen, uns T-Shirts und Pullovers aufzudrucken. Wir haben dann Spraydosen genommen, sind durch Berlin und haben es auf dem Boden, auf Wände. Ich wollte immer mehr Benzin reinkippen. Kommt, Jungs, los, durch ganz Berlin, überall müssen wir sprayen. Auf du überall. Warst schon der, der es auch angetrieben hat. Ich habe mich nie als Anführer oder als Boss so gefühlt, aber so, dass ich immer einen mehr machen wollte, ja. Dann war es schon am nächsten Tag bei polizei.de. Wir haben es ja alle verfolgt. Und wenn man da steht, fühlt man sich gut? Man fühlt sich sehr gut. Ja. Die Hightech-Siedlung. Ein sozialer Brennpunkt am Ende der Sonnenallee. Auch heute noch. Es ist Ibrahims Mikrokosmos. Er war noch nie raus aus Berlin. Hat jeder wieder eine Schmuck? Musik läuft. Hat jeder, ich rap jetzt. Sie wollen uns fesseln und knebeln mit ihnen Gesetzen und Regeln. Wir geben dick ein Fick darauf, denn so läuft es in unserer gegenteiligen Siedlung. Ja, ein Ghetto-Labyrinth. Die haben just können nichts machen. Schon als kleines Kind von der Gegend geprägt. Habe mit Päckchen getickt. Graue Zone Family, wir haben die Szene im Blick. Als Hilfsarbeiter oder von der Stütze leben oder doch Gangster werden. Wie groß ist der Sog der Kriminalität? Sind auch ein paar dabei, die einen ähnlichen Weg gemacht haben wie du? Fast die ganze Siedlung, ja. Diese Straße oder dieser ganze Bezirk war wie ein Löwengehege. Jeder war einfach nur auf Tour. Alle haben nur Krim. Und ab und zu haben die uns geholfen, damit wir sagen, hey, der hat uns geholfen. Also es gab schon Regeln, die ihr einhalten musstet. Auf also ihr durftet den Großen nicht ins Gehege kommen? Auf jeden Fall. Es war so. Also eine ganz frühe Auswahl auch von Nachwuchs. Ja, wir waren sozusagen so die nächste talentierte Generation, was kriminell angeht. Ne? Und immer kommen neue, noch jüngere hinzu. Auch sein kleiner Bruder wird straffällig. Jahre später, als Ibrahim bereits selbst im Knast sitzt. Er war im Knast, ich war im Knast. Heutzutage war fast jeder Zweite im Knast. Es ist kein Weltuntergang. Nur wichtig ist, dass wenn man rauskommt, sagt, okay, ich war und ich mache jetzt das Beste daraus. Ich habe die falschen Freunde kennengelernt und bin durch die Stadt losgezogen und bin reingekommen. Liegt nicht an meinem Bruder. Ich habe nicht mit meinem Bruders Jungs gechillt. Und das war von mir selber alleine. Ja, aber ich denke dann immer so, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre, wenn ich von Anfang an einen ganz anderen Weg gegangen wäre, dann wären vielleicht meine anderen Brüder auch diesen gleichen, einen anderen Weg gegangen. Mein Bruder hat vor kurzem irgend so einen kleinen Mist gemacht, was gar nicht nötig war. Und ich habe auf ihn eingeredet und ich habe ihm gesagt, hör zu, wenn du dein Leben nicht in die Reihe kriegst, dann tut mir leid. Wenn ich mich mit meinem Bruder streite und 2-3 Minuten später irgendein Polizeiwagen so vorbeifährt, dann habe ich direkt diese scheiß Gedanke, dann muss ich ihn anrufen. Genau das hasse ich. Genau dieses Gefühl will ich gar nicht mehr haben. Ja, ich will nicht mehr denken, scheiße, ich muss anrufen. Genauso ging es meiner Mutter damals mit mir. 1992 flieht die Familie vor dem Krieg im Libanon nach Deutschland. Die Eltern wollen ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten und ein Leben ohne Gewalt. Der Libanon war seit 1975 Schauplatz eines Bürgerkriegs. Über 15 Jahre bekämpfen sich verschiedene ethnische Gruppierungen und Konfessionen. Zigtausend Menschen sterben. Die Hauptstadt Beirut ist bei Kriegsende nahezu zerbombt. Die Infrastruktur zerstört. Und über 800.000 Menschen fliehen vor Kugeln, Bomben, Folter und Armut. Auch für Ibrahims Eltern ist Flucht der einzige Ausweg. Er ist gerade mal ein knappes Jahr alt, als seine Mutter mit ihm flieht. Kurze Zeit später flieht auch der Vater von Beirut nach Kuba, von dort über Umwege in die Niederlande. Nach 1,5 Jahren Flucht kommt auch er in Berlin an. Die Familie ist wieder vereint.
Heute wohnt die Familie in Neukölln. Das ist Ibrahims Schwester Ulla. Sie ist 4 Jahre älter als er. Mein Vater hat sehr vieles erzählt. Der hat immer wieder erzählt, wie er gefoltert wurde im Libanon. Er weiß, was Krieg ist. Er weiß, was Gewalt ist. Er weiß das alles. Und das möchte er uns hier ersparen. Deswegen sind wir hier. Das hat er ihnen immer wieder erklärt. Lass es sein. Hat ja, er auch immer mehrmals Ibrahim. Umso mehr, glaube ich, hat es ihn aufgeregt, dass ich in so einer Gang war. Weil ich erinnere mich an einen Tag, da hatte ich so eine Gaspistole bei mir, es war Silvester. Da war ich mit meinen Jungs unterwegs und da war so ein Streifenwagen. Und ich habe da einfach so aus, ich habe die gegen die Scheibe hinten so rangehalten und da war ein Polizist. Und dann hat er mich so angeguckt und ich habe angefangen zu flattern. Ich habe die Waffe sofort so runtergenommen. Und dann gab es Festnahmen und haben die meinen Vater angerufen. Und dann auf dem Nachhauseweg hat er angefangen zu weinen, hat ihm gesagt, da war es auch das erste Mal, dass er mit mir so offen gesprochen hat über die Flucht. Er sagt, ich habe so viele Waffen in meiner Hand halten müssen und du willst das hier weiterführen? Ja? Und er war so wütend auf mich, so unfassbar wütend. Ja? Und ich habe in seinen Augen gesehen, der hat den Teufel vor sich gesehen. Das erste Mal habe ich meinen Vater so aggressiv gesehen. Ja? Ich habe trotzdem weitergemacht. Ja. Doch sein Vater glaubt an Ibrahim. Er gibt ihn nicht auf, macht immer neue Angebote. Mein Vater ist auch zum Fußballverein gegangen und hat ihn angemeldet und hat gesagt, bitte, lass den mal hier einfach ausprobieren, spielen, damit es nicht mehr weiter zu Problemen kommt. Ich war auch talentierter Fußballspieler, aber da gab es halt Jungs und die haben mir gefallen und die haben mir auch zu diesem Zeitpunkt gut getan und ich wollte auch gern mit denen sein und Straftaten begehen. Ich habe mich bei denen wohl gefühlt und nicht verarscht gefühlt, im Nachhinein erst. Aber in dem Augenblick habe ich halt Fußball reduziert und mehr mit Freunden und das war mein Fehler. Ibrahims Brutalität bringt ihm den Spitznamen Hadida ein. Hart wie Eisen heißt das. Er sieht sich als der King des Viertels, wird Bandenboss und giert nach mehr. Dabei ist er immer noch ein Kind. Ibrahim ist erst 12 Jahre alt. Irgendwann mal in meinem Leben gab es diese Hemmschwelle gar nicht mehr, ne? Irgendwann mal wollte ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das Geld war ja schnell weg. Das war schnell weg. 2 Tage, 3 Tage. Dann musst du mal wieder Tankstelle. Neue. Tankstelle, Spätkauf. Ja, aber mit Pistole auch teilweise. Ja. Also mit gefakten Pistolen. Genau. Das war für mich normal. Und ich würde das auch gegenüber von einem Polizeirevier machen. Weil es für mich irgendwann mal normal geworden ist. Ich habe damit, jeder kannte mich in Neukölln als Hadida, der Abzieher oder so, weißt du. Also du hattest einen Ruf dir aufgebaut. Ja. Hadida berauscht sich an der Macht, die er über andere gewinnt. Keines seiner Opfer will vor der Kamera darüber sprechen. In unserem Gespräch zeigt Ibrahim nur selten aufrichtiges Mitgefühl oder lässt diese Gedanken gar nicht erst zu. Ich habe die Opfer dann erniedrigt. Irgendwann kam das mit diesem mächtigen Gefühl, er hat mir schon seine Sachen gegeben, aber ich wollte noch mehr. Ich habe ihn sowas wie, keine Ahnung, im Busch springen lassen oder am Teich oder Liegestütze machen lassen. Einfach, ich weiß nicht warum, ich habe es einfach machen lassen. Und ich habe mich darüber lustig gemacht. Ich habe die Opfer nicht gut behandelt, ich habe mit denen so Psychosachen gemacht. Ich habe die gedroht, deren Wohnung anzufackeln und so. Also es hat sich immer weiter gesteigert? Immer weiter, ja. Hadida lebt seinen ganz eigenen Gangsterfilm. Seine Geschichten sind erschreckend. Er pusht seine Gang zu immer krasseren Taten. Ich habe viel manipuliert und viel Kopfwäsche gemacht mit Jugendlichen, unseren Jungs und so. Ich glaube, dadurch
Dieser Film handelt von einem jugendlichen Intensivstraftäter, Ibrahim. Sein Spitzname Hadida. Das bedeutet hart wie Eisen. Jeder kannte mich in Nökern als Hadida, der Abzieher. Täglich sucht er Beute. Täglich schlägt er zu. Ich wollte, dass das gerne so noch mehr kocht und wir alle noch mehr lauter und höher in die Luft springen mit mehr Geld und Kohle. Gerade mal 12 Jahre alt wird er zum Bandenboss. Seine Gang, die Neuköllner Killerboys. Immer wieder sucht ihn die Polizei und findet ihn meistens zu Hause bei seiner Familie. Meistens sind die wirklich mit einem Rambock reingestellt. Die haben immer sehr laut geklopft. Polizei. Mit 14 ist Hadida strafmündig. Es bleibt nicht mehr nur bei Verhören auf der Wache. Er geht in den Knast. 6,5 Jahre. Wegen schwerer Körperverletzung und 70 weiterer Delikte. Ibrahim Al-Khalil ist 24 Jahre alt und war bereits ein Drittel seines Lebens im Gefängnis. In der Jugendstrafanstalt Plötzensee hat er seine Jugend gemeinsam mit Totschlägern, Mördern und Vergewaltigern verbracht. Was macht das mit einem jungen Menschen? Und wie steht er zu seinen Taten, wenn er zurückschaut? Er ist seit 3 Jahren raus aus dem Knast. Er will nicht mehr Hadida, hart wie Eisen genannt werden, sondern bei seinem richtigen Namen, Ibrahim. Ein Schlussstrich. Irgendwann mal gehörtest du ja zu denen, die man die sogenannten jugendlichen Intensivtäter nannte. Hat mich auch nicht abgeschreckt, gar nichts. Und im Gegenteil, es hat mir noch mehr Schub gegeben. Jetzt bin ich Intensivtäter. Also das war sozusagen eine Art nächster Schritt auf der Karriereleiter. Also, hey, die Leute kennen mich, die Behörden kümmern sich besonders um mich. Ja, also so muss man es ja sehen, oder? Um Hadida zu verstehen, muss man dorthin, wo er aufgewachsen ist. Nach Berlin-Neukölln. Vor 10 Jahren lange nicht so hip wie heute, sondern ein Brennpunkt. Mit Drogen, harter Kriminalität und Gangs wie Ibrahims Killerboys. Er zeigt mir den Kiez, den sie vor 10 Jahren beherrschten. Hier waren wir tagtäglich. Das war dann sozusagen unser Stützpunkt. Rumgestanden und gejackt, was geht. Und wir haben uns getroffen. Nachmittags, wir waren im Internetcafé, haben uns irgendwelche Videos angeschaut, haben uns unterhalten über Gott und die Welt. Und dann der eine und der andere kommt und dann wird gesagt, gut, was machen wir heute, wohin gehen wir? Ihr seid ja schon los. Ja, wir sind mit dem Ziel natürlich hingegangen, okay, wir machen Geld. Ja, wie muss man sich das, mach mal konkret, was habt ihr gemacht? Immer war es spontan, irgendjemand läuft, er hat zufälligerweise sein Handy in seiner Hand oder man sieht so von der Seite in Ordnung, er hat irgendwas Wertvolles an seinem Hals oder an eine teure Uhr und dann spricht man ihn an und man droht und... Direkt hier, am helllichten Tag? Am helllichten Tag, oft setzen wir die so unter Druck, dass wir die in Hausfluren reinziehen. Oder so in Seitenstraßen. Also zu zweit, zu dritt? Genau. Nimmt man jemanden, schiebt ihn in den Hausflur und sagt, hier, her damit. Genau, so ungefähr, ja. Hadida ist nie allein unterwegs, zieht mit anderen Kids durch die Straßen. Immer auf der Suche nach Opfern. Die Neuköllner Streetworker Britta Feustel und Thomas Haller kennen das Viertel und die Jugendlichen in- und auswendig. Was treibt Jungs wie Ibrahim an? Es geht da, glaube ich, ganz viel immer auch darum, sich so vor der Gruppe zu bewähren. Als jemand, der sich was traut, ne? Auf den man sich auch, bei, wenn irgendwas passiert, verlassen kann, der nicht nach Hause wegrennt oder so und sagt, das ist mir jetzt hier...